herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Adopt Me. Und ja Leute, heute spielen wir wieder Würdest du lieber oder was würdest du eher, Leute? Heute stellen wir uns wieder Fragen, welches würdest ich lieber und auch du lieber nehmen, weil du kannst natürlich wie immer auch mitspielen in den Kommentaren, Leute. Das heißt, schreibt mal gerne alle eure Antworten in die Kommentare rein, Leute. Ja, heute stellen wir uns wieder 10 Fragen, was würde ich lieber mit Bestrafungen, Leute. Das heißt, falls ich was Falsches nehme, muss ich, ja, werde ich quasi bestraft, Leute. Ich bin mal sehr gespannt, Leute, und ich würde sagen, hi, danke, dass du eingeschaltet hast. Falls du noch nicht geliked hast, drück gerne auf den Daumen nach oben, Leute, ist komplett kostenlos, ist richtig cooler Support. Also, falls du die Möglichkeit hast, auf den Daumen nach oben zu drücken, Leute, den nach oben, mach den auf jeden Fall gerne mal blau und den Abonnieren-Button grau, Leute, abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine Videos von mir zu verpassen. Und, Leute, ich bin hier wieder am Double-Time, es ist schon ziemlich spät, aber, ja, Leute, was soll's, ich stehe hier in meinem neuen Halloween-Merch. Leute, bald kommt das Halloween-Update in Adopt Me und leider kommt das ziemlich, ziemlich spät und zwar am 28. Oktober erst, Leute. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Aber ich habe schon mal Release, Leute. Link dazu in der Videobeschreibung, ebenso wie zu meinem Discord-Server und zu meinem Real-Life-Merch, Leute. Genug Werbung am Anfang, Leute. Jedenfalls wollte ich das gesagt haben. Cooler Halloween-Merch, limited time. Gerne abchecken, Leute, immer noch Gruppe. Und würde ich sagen, springen wir in das Video. Ja, und springen wir ins Video, Leute. Nach dem Intro! Leute, Frage Nummer 1. Und würdest du lieber ein Goldhorn oder ein Phönix haben? Leute, ganz klar der Phönix, Leute. Ganz klar nämlich der Phönix, Leute. Wie gesagt, ihr könnt gerne eure Antworten dazu in die Kommentare schreiben, Leute. Ich sehe das gerne. Und wir sind safe, Leute. Wir müssen keine Aufgabe machen. Oh mein Gott, wir sind sicher. Und wer ist er denn, Leute? Squid Game? Eliminiert? Was, Leute? Okay, die erste Aufgabe ist es, also wenn du das Goldhorn genommen hast, Leute, ihr müsst die Aufgaben nicht machen, ihr müsst diese Bestrafungen gar nicht machen. Ihr könnt sie aber machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr jetzt das Goldhorn genommen hättet, müsst ihr rein theoretisch, Leute, ihr müsst euch ein Goldhorn anziehen, hier Hörner, hier so ein Schweif hinten, Leute, und dann Leuten sagen, dass du einen neuen Owner brauchst und dass sie dich doch gerne hier adoptieren können. Alles klar, das ist eure Aufgabe. Ich wusste nicht mal, Leute, ich habe nämlich den Phönix genommen, weil, Leute, der Phönix, den finde ich schon um einiges cooler. Okay, Aufgabe Nummer 2, Leute. Ich sehe gerade, ich habe das Video von Starco Jojo genannt, Leute. Ist das etwa Schleichwerbung? Benutzt du etwa noch nicht Starco Jojo beim Kauf von Robux oder Robux Premium? Leute, gerne Starco Jojo beim Kauf von Robux oder Robux Premium eintragen, Leute. Frage Nummer 2. Würdest du lieber 2 Ride Potions oder eine Fly Potions holen? Okay, das addiert sich jetzt circa, Leute. Das ist ja ungefähr, ich sag mal, das ist gleich an Robux. Allerdings ist Fly Potion sehr viel praktischer, weil man kann halt fliegen. Aber 2 Ride Potions sind auch schon cool, Leute, weil auf die meisten Pets passt keine Fly Potion. Da ich sowieso beides mir holen kann, ist, weiß ich nicht, Leute. Also 2 Ride Potions, Leute, das ist echt eine knifflige Frage. Was würdet ihr nehmen, Leute? 2 Ride Potions oder eine Fly Potion? Ich glaube, ich würde mich allerdings für die Ride Potion ist halt cooler, weil die passt auf mehrere Pets, Leute. Ich würde trotzdem die Fly Potion nehmen, Leute, weil Fliegen ist schon was cooler, Leute. Ich würde eine Fly Potion würde ich nehmen, aber ich denke mal, sehr viele von euch würden auch 2 Ride Potions nehmen, Leute, weil 2 sind schon cooler, Leute. 2 sind schon cooler, aber ich nehme die Fly Potion und wir sind schon wieder safe. Wir kriegen keine Bestrafung. Yay! Und was ist eure Bestrafung? Okay, ihr müsst einfach irgendein Baby nehmen und es einfach irgendwo hinbringen auf der Map, Leute. Irgendein Baby nehmen, irgendwo auf die Map hinbringen und das ist eure Bestrafung. Alles klar, also für die 2 Ride Potions, Leute, falls ihr die genommen. Würdest du lieber dein Dreampad verlieren oder nie wieder die Möglichkeit haben, Eier zu öffnen? Ja, Leute, ich würde nie wieder die Möglichkeit haben, Eier zu öffnen, weil ich lasse einfach irgendwen anders die Eier öffnen und für mich so. Ich würde doch niemals mein Dreampad verlieren, Leute. Ich meine, ich gebe doch nicht einfach so meinen Mega Neo Shadow Dragon weg. Ich bin doch nicht verrückt. Dann werde ich einfach irgendwelche anderen Leute dafür bezahlen, dass sie für mich die Eier öffnen, Leute. Oder ich frage einfach die beste Army und zwar die Jojo Army. Und das seid ihr. Und, oh nein, wir haben die Bestrafung bekommen, Leute. Wir haben die Bestrafung bekommen. Ah, nee, haben wir nicht, Leute. Nee, oder? Ah, warte mal. Would you rather lose? Ah, nee, Leute, wir haben die Bestrafung. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, okay, Leute, wir hüpfen nach Adopt Me. Ja, Leute, jetzt mit Adopt Me gehen wir mal zur Nursery. Und wir müssen jetzt einfach Leute fragen, wie man dieses Eck hier auf ist, Leute. Ich nehme einfach mal, welches Eck nehme ich, Leute? Ich nehme, habe ich ein Mythic Egg überhaupt? Wir nehmen das Kraken Egg, das sieht nämlich am appetitlichsten aus, Leute, weil das ja so aussieht wie ein Ei. Ich gehe jetzt mal hier in irgendwie, sagt bitte das was zensierte Wort, Leute. Wieso sind die eigentlich noch Deutsche wach? Wir haben gerade 5.21 Uhr am Morgen. Ja, okay. Ich frage mal ganz kurz, hallo. Hallo, Mrs. Wie kann ich dieses Ei hier essen?
Wie kann ich dieses Ei hier essen? Das ist eine sehr wichtige Frage, Leute, weil das würde ich schon gerne wissen, weil ich würde gerne dieses Ei hier essen, weil es sieht ja schon lecker aus, ne? Es ist ja so ein aufgeöffnetes Ei. Ich würde das gerne essen, das Cracker Egg. Kann sie mir die Frage beantworten oder? Ich aber bekomme immer Hashtag. Ja. Ich würde, indem du es anknackst und es, in dein Gehirn schmeißt. Ah, okay, Leute, das probiere ich jetzt mal. Kann ich das Ei jetzt wirklich essen? Was war das denn gerade für eine Antwort? Hallo, das Ei kann man doch gar nicht essen. Oh Mann, Leute. Alles klar, springen wir ab ins nächste, ja, ab in die nächste würdest du lieber Frage. Jedenfalls sehr, 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 sehr komische Antwort gerade. Alles klar, Leute, wir müssen es anknacken und dann in mein Gehirn schmeißen. Okay, Leute, Frage Nummer 4. Würdest du lieber Infinite Bucks, unendlich Bucks oder jedes Pet aus dem Pet-Shop umsonst haben, Leute? Ganz klar, unendlich Bucks, Leute. Was ist das für eine Frage? Ich meine, die Shops im Pet-Shop, die sind zwar schon, die Pets im Pet-Shop sind zwar schon ganz cool, Leute, aber unendlich Bucks, das heißt auch ungefähr unendlich Eier. Und Leute, wir sind safe. Wir sind safe. Ja, Mann, Leute, keine Bestrafung für mich, Leute. Oh Gott, okay. Du musst als ein Baby werden, dann musst du dich als ein Pet anziehen und dann Leute fragen, ob sie ein Free Pet haben wollen und wenn sie sagen ja, dann musst du sagen, ich bin ihr Free Pet. Alles klar, Leute, interessante Bestrafung. Ja, Leute, aber wir waren safe, Leute. Ich würde safe Infinity Bucks nehmen, weil ich meine, die Pets im Pet Shop sind schon cool, Leute. Kitsune, Cerberus, ihr wisst Bescheid, Leute, aber mit unendlich vielen Bucks kannst du dir einfach alle Häuser unendlich oft kaufen. Du kannst dir ganz viele Eggs kaufen, immer schön ausbrüten lassen, Leute. Und das ist schon meiner Meinung nach viel, viel cooler. Okay, Leute, aber Frage Nummer 5 und würdest du lieber ein Tradable Chick oder ein Tradable Petrock haben. Leute, ich habe tatsächlich 2 Chicks. Zwar nicht Tradable, Leute, aber Petrock habe ich gar nicht. Das heißt, ich würde safe den Petrock nehmen, Leute. Was würdet ihr nehmen? Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinungen, eure Antworten in die Kommentare. Ich würde aber den Petrock nehmen und natürlich bekommen wir die Aufgabe, Leute. Wer hätte es gedacht? Okay, was ist unsere Aufgabe? Okay, wir müssen neben der Nursery stehen und fragen, wo die Nursery ist. Alles klar. Dann gehen wir doch mal zur Nursery und fragen, wo die Nursery ist, Leute. Das könnte jetzt sehr, sehr unangenehm werden. Oh mein Gott. Okay, ich frage mal ganz kurz. Wo ist die Nursery? Wo ist die Nursery eigentlich? Seht ihr die Nursery hier auf diesem Bild? Seht ihr sie? Ich sehe sie nicht, Leute. Ich sehe sie nicht. Auf gar keinen Fall sehe ich sie. Wo ist die Nursery? Wo ist die Nursery? Weiß das einer? Weiß das einer, wo die Nursery ist? Weil, das weißt du doch. Weiß ich das, Leute? Weiß ich, wo die Nursery ist? Ich weiß es nicht, Leute. Ja, ich. Ja, wo denn? Wo ist die Nursery? Leute, wo ist die? Nee, warum? Ich will nicht, dass dieser Name mit dran steht. Komm mit, okay, Leute, ich komm mit. Ja, okay. Ich schreibe okay. Okay, dann kommen wir mit, Leute. Warte, worauf? Worauf soll ich warten? Ich will nur zur Nursery. Aber Leute, wir haben die Challenge erfüllt, Leute. Ich gehe jetzt einfach hier rein und jetzt mache ich die nächste Frage. Beziehungsweise die nächste. Was würdest du... Ja, Leute, wir gehen in den VIP-Bereich. Haha, ihr könnt nur coole rein, Leute. Ihr könnt nur VIPs rein. Und ich finde diesen VIP-Bereich, also das ist wirklich... Aber wir haben immerhin haben wir kostenloses Essen, Leute. Immerhin haben wir hier kostenloses Essen. Frage Nummer 6. Würdest du lieber ein... Stuck as Santa, würdest du lieber Santa sein oder ein Schneemann? Also, Leute, also, das Ding ist, der Santa, den wir aktuell haben, Leute, der ist schon echt, also, der hat immer noch kein Schild, Leute. Sie haben ihm immer noch kein Schild angezogen. Er steht da immer noch nackig rum, Leute. Und das will ich eigentlich, Leute. Aber er ist schon so eine Legende geworden, dass ich ihn noch nicht einfach ersetzen könnte, Leute. Könntet ihr mich als Santa jetzt vorstellen? Nein! Deshalb, Leute, würde ich gerne ein Schneemann sein. Leute, weil, willst du einen Schneemann bauen? Komm, wie ging das weiter, Leute? Komm, spiel ein Spiel mit mir oder irgendwie, komm, sing ein Lied mit mir oder irgendwie sowas war das auf jeden Fall, Leute. Ich wäre Olaf, Leute. Ich wäre safe Olaf, weil ich kann unseren Santa-Boy doch einfach nicht ersetzen, Leute. Das geht doch nicht, Leute. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach Santa ersetzen. Das könnte ich ihm niemals antun, Leute. Der muss einfach da bleiben und zwar ohne Schild, Leute. Ohne Schild. Ihr seht den auch im Hintergrund, Leute. Dann seht ihr den Wink und yo, wir sind safe, Leute. Wir sind safe. Olaf ist safe, Leute. Und yo, wir müssen zu Santa gehen, ihn 3 Fragen fragen, dann ihm sagen, dass wir lieber mit Shane aus der Schule, dem Pet-Trainer, reden wollen. Alles klar. Der arme Santa, das hat er doch gar nicht verdient. Würdest du lieber ein Monoplane oder ein Helikopter haben? Leute, also ich finde, ein Monoplane finde ich cooler, aber der Helikopter ist irgendwie ein bisschen nützlicher, weil man den kann man ja auch wenigstens, ich sag mal, kontrollieren und... Oh,
Ja, wir haben den Helikopter genommen. Also ich habe gesagt, den Helikopter finde ich nützlicher. Und oh, wenn man das Monoplane genommen hat, dann muss man sich als Toilettenpapier verkleiden und Leute fragen, ob sie Toilettenpapier haben wollen, Leute. Muss ich zum Glück nicht machen, Leute, weil ich bin Team Helikopter gerade gewesen. Weil, wie gesagt, Monoplane, Leute, finde ich an sich cooler, aber ist nicht so nützlich. Und da gehe ich doch eher nach Nutzen anstatt durch Coolness. Und ja, Leute, Frage Nummer 8, Leute. Würdest du lieber dein Dreampad haben oder 10.000 Robux? Leute, ganz klar mein Dreampad. Ich habe mehr als 10.000 Robux, Leute. Ich denke, einige von euch würden lieber die 10.000 Robux nehmen. Hätte ich jetzt wenige Robux, würde ich auch die 10.000 Robux nehmen. Aber ich, Leute, ich habe mehr als 10.000 Robux. Viel mehr. Für mich wären diese 10.000 Robux nicht so krass viel. Da würde ich lieber noch einen zweiten Mega Neon Shadow Dragon nehmen, oder, Leute? Also, wenn dein Dreampad jetzt ein Unicorn ist, dann würde ich auch die 10.000 Robux nehmen. Aber ein Mega Neon Shadow Dragon oder eine Mega Neon Giraffe ist schon was anderes. Und das ist natürlich ein bisschen cooler, Leute. Ich würde das Dreampad nehmen. Ich würde meinen Mega Neon Shadow Dragon, mein Dreampad, würde ich nehmen, Leute. Anstatt 10.000 Robux. Aber ich denke, für die einigen von euch, für viele von euch sind die 10.000 Robux wesentlich besser als das Dreampad, weil Robux kann man ja nicht nur in der Doppel verwenden. Ich sag's mal so, ne? Ich sag's mal so, Leute. Aber ich würde mein Dreampad nehmen und haben wir die Bestrafung oder sind wir auf der sicheren Seite, Leute? Werden wir die der haben oder nicht, Leute? Werden wir die Bestrafung haben und wir haben die Bestrafung. Ah, Mann, Leute, war doch klar. Aber, Leute, was ist denn meine Bestrafung? Okay, wir müssen uns exakt wie eine andere Person anziehen und fragen, was sie von unserem Outfit halten. Alles klar. Die Frage ist halt jetzt, kann ich mich jetzt exakt wie eine andere Person anziehen? Werde ich die Sachen hier überhaupt finden, Leute? Weil, das ist halt jetzt die Frage, ne? Ich ziehe jetzt immer einfach, ich versuche mal, mich so wie sie anzuziehen, aber ich werde das doch jetzt hier safe nicht finden, oder? So, nee, Leute, das ist echt eine schwierige Sache. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich die machen kann und ich will hier nicht mit diesem Frauenkörper. Ich darf keine Haare haben, Leute. Ich brauche blonde Haare, blond. Sind das die? Ich glaube, das sind die, Leute. Sind das die? Ich weiß es nicht, ich sehe es gerade nicht ganz. Überforderung, Leute. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich bin eigentlich kein Mädchen. Hilfe. Ziehen wir mal die beiden Sachen aus hier. Oh mein Gott, okay, alles klar, Leute. Aber es sind nicht dieselben Haare. Alles klar. Aber das Outfit werde ich sowieso nicht finden, Leute. Wir haben immerhin hier schon mal diese Katzenäuerchen. Wenn ich jetzt hier noch Orange suche. Orange? Ne, da findet man nichts, Leute. Da findet man absolut gar nichts. Ist das hier alles? Jetzt kann ich scrollen. Okay, Leute, aber bis ich jetzt hier dieses Outfit gefunden habe, Leute, dann wird es noch morgen sein. Deshalb, ja, was mache ich jetzt, Leute? Was mache ich denn jetzt? Weil ich kann jetzt ja nicht einfach das Outfit nehmen. Wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt einfach hier dieses Outfit hier anlassen. Und ich sehe zwar jetzt ziemlich komisch aus, aber ich frage sie mal, was haltet ihr von meinem Outfit, Leute. Also ich halte nicht einiges von meinem Outfit, Leute. Das Einzige, was cool ist, ist der Merch, Leute. Aber das passt gar nicht. Das ist, ja, also, ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Super, schreibt eine. Danke. Das ist ja die Person, die ich eigentlich gerade kopieren wollte. Aber, das Outfit kriegst du nicht so einfach. Oh, Jojo Aminame, cool. Bitte Ride Wife an. Sie lacht mich aus! Sie hat mich ausgelacht! Oha, okay. Merke ich, ist ja gut. Ich weiß ja, dass mein Outfit gerade nicht so schön ist, aber muss man mich dann gleich auslachen? Nein, alles gut, Leute. Keine Angst, ich bin euch ja nicht böse, wenn ihr sowas macht. So, Leute, dann ziehen wir mal wieder meinen Hauptcharakter an und ja, das ist doch schon mal viel, viel besser. Ich winke euch schön, Leute. Ab in die nächste. Was würdest du eher? Frage Nummer 9, Leute. Würdest du lieber stuck in einem leeren Server oder einem Server voll mit Karens, Leute? Get me the manager. Ich bin meistens auf leeren Servern, Leute. Deshalb würde ich lieber in einem leeren Server sein. Und wir haben die Aufgabe bekommen. Oh mein Gott. Ändere deinen Namen zu Ich esse Würmer. Was ist die Aufgabe? Gott, Leute. Ich esse Würmer. Funktioniert das überhaupt? Ja, es funktioniert. Oh mein Gott, Leute, was denken sich die Fans jetzt von mir? Das ist einfach mega unangenehm, Leute. Ich will nicht, ich esse Würmer heißen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ei. Leute, wir müssen uns irgendwo in Sicherheit bringen. Leute, ihr könnt mir doch nicht. Leute, ich mache einfach Trick 17. Pass auf. Und jetzt wupp und weg bin ich. Leute, dann müssen sie mich nicht sehen. Leute, jetzt stelle ich mich hier einfach in die Ecke. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit der letzten Frage. Frage Nummer 10. Würdest du lieber ein Mega Shadow Dragon haben als mein Reaper oder die Cloud Rattle? Das ist eine schwere Frage, Leute. Die Cloud Rattle haben, glaube ich, nur 3 Leute auf dem ganzen Planeten. Also ist sie auf jeden Fall schon mal ein Ticken seltener als der Mega Neon Shadow Dragon. Aber kann man mit der Cloud Rattle was anfangen? Ich glaube nicht, Leute. Ich würde nochmal für den Mega Neon Shadow Dragon gehen, obwohl die Cloud Rattle um einiges seltener ist, Leute. Aber ich würde den Mega Neon Shadow Dragon nehmen, weil ich ihn halt einfach cooler finde, Leute. Obwohl es eigentlich schlauer wäre, die Cloud Rattle zu nehmen. Aber die kann man halt eben nicht trailen, Leute. Den Mega Neon Shadow Dragon schon. Deshalb nehme ich den Mega Neon Shadow Dragon. Und wir sind safe! Wir sind auf der sicheren Seite, Leute. Was ist die letzte Aufgabe für die Leute, die Cloud Rattle genommen haben? Okay, für einen Adopt-Me-Tag musst du in Third Person mit dir reden. Das heißt, du musst immer deinen Namen vorschreiben. Das heißt, ich müsste jetzt schreiben, Jojo hat jetzt dem Pet was zu trinken gegeben. Oder Jojo geht jetzt in sein Haus rein oder irgendwie sowas, wenn man schreibt. Okay, für einen ganzen Adopt-Me-Tag. Alles klar, Leute. Ist auf jeden Fall sehr krass. Muss ich zum Glück nicht machen. Aber ja, Leute, das war's mit der Folge. Ich muss diesen Namen wieder wegmachen, Leute. Ich will Jojo Craft HP heißen. Viel, viel besser ist heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Benutze gerne Starcode. Jojo, falls du dir Robux oder Roblox bekommst, schau doch gerne in die Videos vorbei. So findest du mein Real Life Match, mein Roblox Match oder den Link zum Discord-Server. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.